Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Minecraft Episch. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir Dings abgeschlossen. Galacticraft und ja, wir wollen jetzt an der nächsten Mod anknüpfen. Und aber erstmal wollen wir heute ein bisschen was sortieren. Und weil ihr, das ist ja alles voll Aluminiumkabel, solche Dinge, das ist schwierig. So, das ist jetzt das erste, was wir heute machen, sortieren. Können wir vielleicht hier noch ein bisschen reinpacken? Ne. Dann hier vielleicht noch die Sticks, ne? Okay. Dann packen wir hier den Rest einfach rein. So. Zack, okay, das Schüssel lassen wir einfach mal dort. Das können wir mit rein und das kann auch noch mit rein. So, diese Dinger hier auch noch. Genau. Gut. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen Kohle überall nochmal reinpocken. Bei den einen ist noch was drinne, da können wir den, na gut, den habe ich jetzt rausgepackt, egal. Haben bestimmt noch irgendwo Kohle. So. Na gut, wir brauchen schon den ganzen Stack, wenn wir das alles nehmen wollen. Ich teile das mal ein bisschen so auf. So. So. Ja gut, hier rein, da rein und ja, können wir jetzt auf 4 aufteilen noch, das wären 2, dann kommen jetzt hier überall noch mal 2 rein, nice, und ja, genau, dann haben wir das jetzt schön aufgeteilt, dann haben wir jetzt auch alles sortiert, dann gehen wir mal zur nächsten Mod, das wäre Industrial Craft. Ja, das ist auch so eine echt lange Mod, womit wir uns bestimmt lange beschäftigen. Das ist aber normal bei solchen Sachen hier. Also wenn du den MS, du brauchst Energie. Also da musst du schon bisschen ranklotzen. Wir wollen ja den Flüssigkeitsgenerator bauen. Stimmt, dazu brauchen wir die Sachen. Das brauchen wir, genau. Das Hammer, da fehlt uns jetzt, so wie es hier steht, auch nur noch Ditte. Und Ditte kostet bisschen was. Dazu brauchen wir Gummi. Haben wir. Dazu brauchen wir ein bisschen Kupferbarren. Haben wir auch hier. Das ist kein Problem. So. Ja, machen wir hier mal ein paar Stückchen von. Ah ne, wir brauchen doch 6. Das passt so. Man das jetzt hier auch craften und dann sind wir durch. Dann haben wir den Flüssigkeitshitzegenerator. Den werden wir dann irgendwo hinplacen. So. Wartet, wir essen schnell was. Und dann ja, können wir den hier einfach mal hier in so einer Maschine reinpacken. So, jetzt hast du hier, brauchst, ja, halt Hitze. So, das scheint am besten, wenn, kann man nicht abbauen, eine Wrench. Ups.
Egal, dann placen wir den hier hin. Ich hoffe, der kommt. Wir müssen das jetzt hier genau trotzdem gut die Sonne hinkommen. Eigentlich so von jeder Seite, bis auf hier vielleicht, aber da kommt sie ja auch ein bisschen hier hin, so wenn du siehst. Da ist das. Ich hätte das jetzt mal ein bisschen weiter nach da placen sollen. Da würde das nämlich. Oder nach hier, weil dann würde das von hier direkt genau hier drauf scheinen. Aber hier ist ein bisschen blöd, hier steht das im Weg und dann hier, ne? Aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir werden jetzt einfach ganz einfach. Das müsste man mit Kohle auch noch betreiben können. Pack mal 16 Stück hier rein. So. Zack. Da gehen wir mal suchen. 100 jetzt hin. Ach da. So. Würde das gehen? Nee. Ein Aufstoß maximal. Okay. Wir müssen irgendwie Flüssigkeit da auch noch hinbekommen, aber ich denke mal, wir werden das schon kriegen. Vielleicht geht das ja mit einem Öleimer oder sowas. Ich hole mal einen Eimer. Ich habe keine Ahnung. Eimer, genau, die waren hier drinne. Das können wir jetzt erstmal hier alles reinpacken. Das nicht. So. Zack. Dann geht das mit einem Wassereimer? Das kann ich mir zwar jetzt nicht so vorstellen. Aber geht das? Ne. Okay. Dann placen wir das Wasser mal wieder dahin. Ja, gut. Dann holen wir uns das Öl, was auch hier genau ist. Genau. Perfekt. Und vielleicht müsste das dann ja jetzt. Genau. Jetzt haben wir nämlich Flüssigkeitsgenerator. Damit treiben wir den an. Und jetzt hat er Öl 1000 MB. Dann hat er Maximalausschuss 16. So. Und wenn die Sonne drauf scheint, dann bringt das Energie mit, aber es braucht selber Energie. Das ja, ne, ist die Sache, der den Sinn, also brauchen wir keine Kohle. Da hole ich mir, ach so, den Eimer müssen wir uns jetzt natürlich auch noch holen. Wieder, das ist klar. Aber dann können wir jetzt weiter Öl an Sammlungen halt hier machen. Und ja, ne, das ist so das Teil. Jetzt haben wir schon wieder was. Also, und dann kann das Zeug auch da rein. Genau. So, jetzt haben wir noch da noch eins. Wir müssen ja jetzt die ganze Zeit Öl kriegen durch diese beiden Maschinen hier. Das ist kein Problem. Zack. Dann wird der Maximalausschuss auch erreicht. Dann baue ich das Teil jetzt mal ab. Genau. Huch, da ist ja noch was drin. Und stell die dann direkt mal daneben, damit wir dann hier direkt die Energie erzeugen können. So, Treibstofflader packen wir jetzt hier hin. Können wir die unendliche Energie auch mit hier reinfüllen. Und dann haben wir das hier schon mal angetrieben. So, wenn man jetzt hier guckt, ey, da ist richtig viel Arbeit noch. So. Das für 4 Seiten. Aber okay. Ist egal. Wir wollen hier mit Maschinen arbeiten können. So, wir brauchen, werden dann in der nächsten Folge, also in der nächsten Folge, weil, ja, ne, ich bin jetzt gleich mit der Folge fertig. Werden wir dann dieses RF, da werden wir dann daraus wieder Öl machen, damit wir das hier reinführen können. Und dann werde ich einmal googeln, wozu der gut ist. Dann müsste ja hier jetzt, genau würde jetzt hier das dran kommen. Da müsste ja das ja auch zu Flüssigkeit machen. Aber mal gucken, was man damit machen kann. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
Ich werde das, denke ich mal, auch in der Singleplayer-Welt austesten. Und ja, wir müssen einfach mal da gucken, was da so ist und wie das geht. Ich würde sagen, wir sind jetzt für die Folge fertig. Wenn wir mal gucken, das sind noch richtig viele Dinger. Wir brauchen noch diesen so da, Ding so, damit wir noch mehr Energie erzeugen können, weil dann geht es an die richtigen Maschinen. Und ja, das wird schon echt ganz schön anstrengend. Aber das ist halt so. Wir werden da jetzt erstmal da was aufbauen. Das ist die wie heißt die Mod? Industrial Craft 2 Mod hinpacken, damit hier das ganze Zeug hinkommt. Es würde mit den Flüssigkeiten alles noch relativ schneller gehen, hätten wir hier die Big Reactors Mod drauf. Dann könnten wir dann damit nämlich auch noch besser das Zeug ja, ne? Machen, und da wäre dann, hätten wir dann noch einfacher Flüssigkeit. Gut, ach, hier ist ja noch ein Eimer. So, jetzt alles weg. Und ja, wir müssen einfach mal gucken. Ich kann mir das jetzt auch hier. Oder gibt es irgendwas für Öl? Schau noch mal dagegen. Öl. Oh, oh, oh. Öl. Es gibt einen vollen Ölkanister, ja. Das könnten wir natürlich auch ge gut gebrauchen. Vielleicht haben wir ihn auch noch. Warte mal. Ich cheate einmal. Game. Öl. Kanister. So. Wenn wir den da reinpacken, ob das dann sich auffüllt. Aber es passiert irgendwie nichts. Egal. Hauptsache, wir können das dann erstmal hier weitermachen. Also, wir sind echt noch lange damit beschäftigt. Das wollen wir aber heute in der heutigen Folge erstmal ein bisschen abschließen. Wir müssen uns erstmal jetzt darauf ein bisschen konzentrieren. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, Lü.